So, hallo an alle, willkommen zurück zur nächsten Folge von OMSI 2, der Omnibus Simulator. Wir befinden uns immer noch auf Rheinhausen in einem erneut anderen Bus. Heute befinden wir uns in einem Mercedes-Benz Citaro der zweiten Generation als Gelenkvariante und fahren heute die Linie 51 von Herrenholz nach Jürgensberg, glaube ich. Ich werde mal eben meinen Dienst anmelden. Ups, das war jetzt mal falsch. Eingabe, PIN ist 1506. Benutzerrechte werden geladen. Testdruck und Umlaufnummer 51. 0. Von Herrenholz nach Juliensberg. Abfahrt in 11 Minuten. So, was ich noch eben machen kann, ist den Fahrscheinverkauf einschalten. Und ja, in gut 10 Minuten geht's los. Schade, Scheine können wir nicht ausgeben, oder? Nö. Dann einmal den Motor gestartet. Machen wir mal den Lichtschalter an. Und den Scheibenwischer an, da es regnet. So. Ja, ich glaube hier hinten, ja, das Juliensberg sieht hier so ein bisschen klein aus. Innenanzeige funktioniert auch. Und Motor hört sich ganz gut an. So, die Tasten funktionieren auch. Jetzt gucken wir mal, ob die Tür auch aufgeht. Dann geht das Licht aus, das ist ja auch interessant. So, gehen wir mal nach vorne an die Tür und gucken, ob da auch die Tür aufgeht. Die geht auch automatisch zu. Ich kenne das nämlich noch, dass man die per Hand machen muss. Also per Knopfdruck. Nee. Ich dachte, er hat hier auch so automatisches Kneeling drin oder so. Ja gut. Wir bauen erstmal ein bisschen Druck auf. So, OMSI läuft heute wieder super flüssig, also nur vom Feinsten, merkt man kaum. So, 8 Minuten geht's los, die spulen ich mal eben vor. Und dann fahren wir mal zu unserer Starthaltestelle. Herrenholz-Terminus. Nee, in der 41 sind wir auch nicht. Dort hinten kommt ein Kollege, so wie es scheint, oder fährt gerade weg. Ups. Zug scheint ja gerade keiner zu kommen. Oder Straßenmann ist das ja eher. Dann gucken wir mal, welche Leute wir an einem verregneten Mittwochmorgen zur Arbeit bringen. So, jetzt können wir mal abwenden. Guten Tag. Hallo. Wir können noch mal die Heizung anmachen. Fahrschein kriegst du gleich. Ich mache nur eben die Heizung an. Oh, Standard. 2,20 Euro bitte. So, kriegst du hier 30, 50, 4. Da ist eine DDR-Kasse drin. Was ist das denn für ein Scheiß? Moment.
40, 50 so. Dankeschön. Bitteschön. Morgen. Einmal Kurzstrecke, bitte. Eine Kurzfahrt. 40 Cent wieder. Danke. Guten Tag. Guten Tag. Oh, jetzt hat er sich alleine aufgesetzt. Punkt. Das ist ganz nice. So. Aber muss ich jetzt lang? Muss ich jetzt da geradeaus, ne? Ja. Gut. Nächste Haltestelle, Neuweide Technische Hochschule. So, hier müssen wir die erste Ausfahrt nehmen. Das ist, glaube ich, auch das erste Mal, dass durch... Na, das zweite Mal, wir sind ja schon mit dem Scania hier durchgefahren. Das zweite Mal, dass hier ein Gelenkbus durchs Dorf fährt. Zuerst einen weißen Scania und heute einen weißen Mercedes-Benz. Ja, das weiße Repaint bei dem Mercedes-Benz ist übrigens die Version, die als Testversion in der in Berlin rumfährt. Ja, bin ich tatsächlich auch selber schon mal mitgefahren. Ja, eigentlich vom Aussehen her bin ich nicht so wirklich Fan vom C2. Ich finde, der sieht relativ komisch aus. So, aber vom Fahrverhalten ist der Bus wirklich geil. Also ich mag ihn auch so. Ist eigentlich genauso wie beim Scania, bloß hier finde ich halt, das Heck sieht gut aus, also besser als das C-Front. Ja, also die Front finde ich in dem Fall ein bisschen schlechter. Upsala, geil. Das ist Omni halt. Ja, ich finde die Front halt schlechter als... Warum hängt das Heck so weit unten? Ja gut. Ist egal. Ignorieren wir jetzt. So, jetzt habe ich extra noch mal kurz vorher aufs geholt gehabt, weil ich bin jetzt da hinten reingefahren. Ist der mir hinten reingefahren? Guckt euch das an, das hier ist Omsi. Jo. Warum lädt er die Textur nicht? Ich verstehe das nicht. So, ja, 10 Minuten, toll. Wollen hier noch welche mit? Ja, natürlich wollen hier noch welche mit. Kommen Sie bloß rein, ey. Guten Tag. Lassen Sie mich Hallo. In Ruhe heute. Einen normalen Fahrschein, bitte. Hier, 1,60 € und du musst mit solch einem Schein bezahlen. 15er nehme ich dir wieder weg. Dankeschön. Meine Güte, ey, reicht schon wieder für heute, ne? Naja, Bus ist trotzdem ganz gut gefüllt. Nächste Haltestelle. Was ist denn das? Nicht genügend Speicher. Dieses Spiel hat 8 GB zur Verfügung. Und es kommt nicht damit klar, oder wie? Dann würde ich jetzt hier nochmal eben einen Cut setzen und das Spiel einstellen. So, wenn ich hier an der Haltestelle angehalten habe und die Tür aufgemacht habe. So, bis gleich.